gerade in den ersten Jahren hier in Friedland. Was haben Sie für Erinnerungen auch an diese Stimmung hier im Lager, an die Atmosphäre? Bedrückend, alles weinte und auch letztendlich still. Eine Mischung zwischen Sprachlosigkeit, Stille, Aufgeregtheit und Verzweiflung. Also irgendwie hier ist eine ganz schreckliche Situation. Und irgendwie habe ich dann auch so Worte wie Krieg aufgeschnappt und habe mir dann so in meinem Kindlichen, das ist jetzt Krieg, so gedacht. Und das war schrecklich. Also es waren überall Leute, die umherwuselten, alle mit Kopftüchern. Ja. Und in der Zeit, in der Sie hier waren, da waren ja unglaublich viele auch Flüchtlinge und Vertriebene hier. Haben Sie da dann auch irgendwie so Anschluss gefunden an andere Kinder? War das überhaupt möglich damals? Ich habe gar kein Kind in Erinnerung. Ich habe wirklich kein Kind in Erinnerung. Also, nein. In Kiel kann ich mich erinnern, es war in diese Rutsche waren. Grotzen mit mehreren Kindern. In Friedland habe ich kein Kind in Erinnerung. Habe ich mich auch schon mal drüber gewundert, warum eigentlich nicht. Aber habe ich nicht. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass meine Großmutter mich sehr isoliert wiederum gehalten hat und ich diesen Kontakt auch nicht haben durfte, wo ich mir weniger vorstellen könnte. Denn man wurde ja kaum bei den Gesprächen da immer rausgeschickt. Nee, ich habe kein Kind in Erinnerung. Ich glaube, ich habe mich nur noch in Erinnerung, dass ich mich da immer auf so einen Baumstamm gesetzt habe, wenn ich draußen war. Und dann musste ich auch irgendwie wieder zurückfinden. Und ich habe nicht zurückgefunden, weil ich nicht wusste, die sahen ja alle gleich aus, diese Nistenhütten. Einer sah ja aus wie die andere. Und dann habe ich mir irgendwann diesen Baumstumpf gemerkt. Und den habe ich immer Kuhbaum genannt. Und den habe ich Kuhbaum genannt, weil das eine Birke war. Und die hatte diese Flecken. Und von diesem Baum wusste ich, wenn ich da gerade gehe, dann bin ich in der richtigen Nissenhütte. Aber Kind habe ich nicht in Erinnerung. Könnte sich an sowas wie Spielen, dass es Spielzeug gab Nein. oder so für Kinder? Nein, Spielzeug gab es. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich erinnere mich an diese Nissenhütte. Da war nur ein so ein Tisch oder ein Schränkchen, auf dem stand eine Waschschüssel. Und eben so ein Krug, dass man sich waschen konnte oder Hände da rein. Und da musste man das auch mal so eine Tinktur reinholen, wahrscheinlich ein Desinfektionsmittel. Nein, Spielzeug gab es nicht, nirgends, gar nichts, überhaupt nicht. Ich habe auch später keinen, also ich habe einen Ball gekriegt, da war ich 8 oder 9 und eine Puppe, da war ich 10. Also Spielzeug gab es für die, die da geflüchtet sind, nicht, woher auch. Wie war das für Sie? Mit was verbinden Sie Friedland in dem Moment? Trauer. Trauer, Verlassenheit. Hoffnungslosigkeit. Ja, Endgültigkeit. Damit war so eine Gewissheit, kommt keiner, ich bleibe alleine. Friedland ist für mich der Ort der Enttäuschung. Und nicht dazugehören, anders zu sein.